Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Webinar Ein Kundenportal auf der SCP mal realisieren und Vorteile und Voraussetzungen einfach davon. Wie Sie sehen, mein Name ist Burak Köse. Ich verantworte in meiner Abteilung, beschäftige uns quasi mit der SCP, um für Sie Agilität, Geschwindigkeit und Integration Gewähr zu leisten. Also wir entwickeln bei uns Prototypen, neue Apps und Erweiterungen werden entwickelt und umgesetzt. Hierzu gehört halt auch unser Kundenportal dazu, was wir als Produkt quasi entwickelt haben und vertreiben. Hier gehen wir, also mit dem Kundenportal gehen wir jetzt in den nächsten 30 Minuten, werde ich Ihnen versuchen, ein Instrument in die Hand einfach zu geben, um Ihre Bereiche zu entlasten und einfach die Felder oder Abteilungen einfach zu vereinfachen. Hier sehen Sie unsere Mission und die Vision vom Kundenportal. Auf der linken Seite, wie Sie selber wissen, Jahr für Jahr wachsen die Kundenherausforderungen, die die Unternehmen einfach nicht mehr so schnell, einfach und agil einfach bewältigen können. Stichpunkte sind hierbei einfach Produktauskünfte vom Kunde, Preisauskünfte. Kunde möchte keine Kommunikation über 5 Ecken haben. Der Kunde möchte nicht bei der Logistik direkt anrufen, bei der Hotline anrufen und dann noch 5000 Mal oder 5 Mal verbunden werden. Das sind einfach Zeitaufwände, die Sie bestimmt selber von sich selber kennen. Es ist einfach nicht möglich, den Kunde einfach alle 5 Minuten zu verbinden und einfach abzuweisen. Und hierzu sehen Sie auch in der Mitte diese Hauptfaktoren, die Kundenzufriedenheit, die Kundenbindung dazu natürlich, die Kosten- und Zeitreduktion hier und die Entlastung einfach von den einzelnen Abteilungen. Dazu komme ich auch gleich. Auf der linken Seite sehen Sie dann natürlich auch, wie ich gerade eben nochmal gesagt habe, die 360-Grad Kundenservice, dass der Kunde wirklich von A bis Z komplett Service haben möchte und nicht 5-mal verbunden sein möchte. Ein Vertriebsfokus natürlich hier in dem Bereich und die Digitalisierung fürs Unternehmen. Auf der rechten Seite sehen wir natürlich die Prozessvereinfachung, die Performance, die natürlich mit ins Spiel kommt und natürlich die Innovation im Bereich Cloud und On-Premise-Basis im ERP. Auf der rechten Seite habe ich nochmal genommen, wie ich vorhin nochmal gesagt habe, ja, die Kundenherausforderungen oder die heutigen Herausforderungen können mit veralteten System einfach nicht mehr so schnell und so einfach handeln oder handhaben, besser gesagt. Kurz zur Agenda, einfach kurz die Einführung. Das Nutzen des Kundenportals, dann haben wir die Ist-Situation, die ich Ihnen zeigen werde. Und Kundenportal, auch die technische Voraussetzung, die Features, was wir da in unseren Produkten, Paketen mit drin haben. Ein kurzes Demo-Showcase, was ich Ihnen online zeigen werde. Und dann quasi die Fazit und Benefits und dann die Fragerunde, am Ende fragen können oder stellen können, besser gesagt. Die Einführung. Das kennen Sie schon bestimmt selber. Also im Vertrieb ploppt es sehr, sehr, sehr oft auf. Das Produkt XY bestellt und habe keine Auftragsbestätigung erhalten. Und dann die letzten Rechnung hat der Kunde quasi verlegt und benötigt hier eine PDF-Rechnung. Das ist wirklich ein Riesenmanko. Oder wann kann ich mit der Lieferung XY rechnen? Wenn der Kunde, ich kenne es ja privat von mir, wenn ich bei einem Unternehmen anrufe oder 5-mal anrufen muss und jedes Mal wegen einer Kleinigkeit anrufe und 15 Minuten in der Warteschleife bin, dann rufe ich da so schnell einfach nicht mehr an und das nervt mich einfach nur noch. Und hierzu dient auch unser Kundenportal, das ich Ihnen nachher gleich als Demo zeigen werde. Oder solche Sachen wie, wir sind umgezogen, ich möchte meine Adressdaten korrigiert haben. Das kann man mit jeder App, theoretisch, wir sind im Jahre 2020, mit jedem Portal, wirklich mit
Man kann das wirklich online komplett, die ganze Bandbreite, kann man das selbst tun. Und wenn man das halt nicht hat, dann ist man halt mit der Hotline verbunden und ärgert sich quasi. Nutzen des Kundenportals. Dazu haben wir Personas aufgestellt. Wir haben die volle Bandbreite, wie wir unseren Kundenportal quasi adressieren. Wirklich von der IT, Legal Department, Fokus hier zum Beispiel der Vertrieb und der Endkunde bis hin zu Finanzen und Controlling. Im Vertrieb, wie ich Ihnen vorhin also gerade eben gezeigt habe, sind eher so vertriebliche oder preistechnische Fragen. Im Produktmanagement wären es zum Beispiel irgendwelche Fragen wie viel oder ich habe ein Produkt XY erhalten oder ich möchte ein Produkt XY bestellen. Wie groß ist jetzt das Paket oder was kann ich von dem Produkt mir erwarten, dass die Details einfach online sind und einsichtig sind. Ja. Die Ist-Situation, die momentane Ist-Situation haben wir auch mal durchleuchtet. Auch von meiner Vergangenheit her, die Ist-Situation momentan, also bei vielen Kunden oder bei einigen Kunden ist es wirklich so, dass der Kunde eventuell ja Cloud-Systeme hat, ein ERP-System hat oder Systeme, ERP-Systeme hat, ein CRM-System hat, wo ja, ehrlich gesagt, 5, 6, 7 Systeme im Hintergrund hängen und jeder kommuniziert quasi das Gleiche, aber irgendwie findet die Kommunikation nicht in einem Portal, auf einem Portal einfach statt. Hier geht halt so viel Know-how dann verloren und wie vorhin gesagt, der Kunde fühlt sich irgendwann mal auf gut Deutsch gesagt verarscht, weil er ruft an. Die Frau Meier hat was anderes erzählt, der Herr Schneider erzählt 2 Minuten was später und nach 5 Minuten erzählt der Herr Müller wieder mal was anderes. Und hier können Sie natürlich sehen, was im Hintergrund quasi hängt. Man ist einfach unflexibel, weil man zu viel Traffic hat. Man kriegt ja Faxe, man kriegt E-Mails, man kriegt buchhalterisch, muss man alles abklären, wie der Kunde momentan steht. Unzählige Anrufe, zum Beispiel in der Hotline, wo man selber einfach fast nicht mehr stemmen kann, weil viele Kunden einfach anrufen und zu guter Letzt ja, leidet einfach die Servicequalität runter und die interne, externe Kommunikation wird halt irgendwann mal zur Katastrophe. Genau. Zum Kundenportal auf der SCP gehe ich jetzt mal detaillierter mit ein, mit den technischen Voraussetzungen und Features. Hier haben Sie quasi das ERP-System. Das kennt bestimmt jeder, kennen Sie bestimmt alle. Hier sind quasi ja, einzelne Bausteine wie, ja, ich gehe in den Logistikprozess rein, schaue mir die Prozesse, also die Lieferungen mir an. Das wäre quasi ein Step. Oder der Kunde möchte jetzt irgendwie was Vertriebliches wissen und will eine Preisauskunft, dann kann der Kunde, dann kann der Mitarbeiter zum Beispiel im Indienst oder Hotline, kann sich hier dann über verschiedene Transaktionen, ja, seine Transaktion ausruhen und die Preisgestaltung quasi ausruhen für den Kunde. Werde ich Ihnen nachher als Demo dann zeigen. Hier können Sie dann nämlich online auf der SCP und Kundenportal quasi sehen, wie einfach wir einfach das Ganze gelöst haben und wir, wie bekannt, keine 5 Transaktionen brauchen, um irgendwie Preise zu sehen oder irgendwie 10 Transaktionen brauchen oder 10 Schritte brauchen, um Lieferung oder die Tracking-Nummer zu sehen, sondern wirklich in sehr, sehr, sehr wenigen und einfachen Schritten auf der SCP und auf der Kundenplattform, also auf dem Kundenportal einfach also schnell lösen können und die ganze Bandbreite einfach für den Kunde aufstellen. Auf der rechten Seite sehen Sie dann diese Steps, die ich Ihnen nachher nochmal erzählen werde. So. Kurz zu dem Anwendungsfall. Anwendungsfall quasi Vertrieb. Kunde ruft an, möchte den Ansprechpartner geändert haben, hat meistens nicht viel Zeit. Hier kann er mit unserem Kundenportal auf der SCP oder auf der Cloud quasi so vorangehen, hat auf so vorgehen. Login, Kundenportal, Schritt 1, Kundendaten anzeigen,
zeige ich ihn später auf der Demo und dann Ansprechpartner editieren, speichern, fertig. Hier in dem Bereich haben wir quasi null Kundenkontaktpunkte, also der Kunde ruft gar nicht mehr an. Der Innendienst ist komplett, also die Ressourcen im Innendienst kann man für andere Zwecke verwenden. Der Kunde hat maximal 3 Klicks. Zeitfaktor, sag mal, gut gesagt, sportlich gesagt, weniger als 1 Minute. Kostenfaktor natürlich sehr gering, da kein Innendienstkollege oder Hotline-Kollege oder Kollegin quasi eingesetzt werden muss und schnelle, effiziente und übersichtliche Funktionen und System. Was hier halt ein Riesenvorteil ist, ich habe es die letzten 10 Jahre echt erlebt, dass unerfahrene Kollegen, neue Kolleginnen und Kollegen, die mit SAP noch nie gearbeitet haben, mit dem ERP-System noch nie gearbeitet haben, dass die einfach sich mit einem SAP-System einfach schwer tun, weil dann die Transaktionen dazu kommen und. Und hier kann sich die Kollegin oder der Kollege wirklich sofort anmelden und kann natürlich jederzeit im Hintergrund natürlich sehen, was hier auf der Cloud oder auf dem Kundenportal passiert ist. Das Ganze, wie ich erzählt habe, also auf dem ERP-System, der Kunde ruft an. Der Kunde muss erstmal seine Kundennummer eventuell aussuchen. Wir müssen die Kundennummer erfragen. Dann müssen wir natürlich auf die Idee kommen oder am besten abgespeichert haben, die Transaktion VD03 für die Kundenansicht. Dann geben wir nochmal die Kundennummer ein und dann versuchen wir wieder uns im ERP-System zurechtzufinden und umzuschauen, welche Registerkarte zu öffnen und dann den Ansprechpartner dann einzutragen. Genau, das habe ich ja fast übersprungen. Bearbeitungsmodus. Und dann die SAP-Felder nochmal also ausfüllen, Änderungsmodus nochmal deaktivieren und dann noch die Kundendaten nochmal quasi sichern und abspeichern. Bis hier der Kunde quasi seine Kundennummer ausgesucht hat und wir die Kundennummer gefunden haben, vielleicht mindestens 9 Klicks und dann ist man da mit dem Kunde 10, 15 Minuten quasi nur ein Ansprechpartner zu ändern, quasi fast in der Diskussion, den Kunde, die Ansprechpartner hier einfach hinzuzufügen, einfach zu ändern, ist der Kostenfaktor einfach viel zu hoch. Und wie Sie selber wissen, wenn man im Vertrieb 50 Anrufe bekommt und jeder Kunde möchte wirklich einen Ansprechpartner geändert haben oder quasi eine Lieferung sehen oder eine Tracking-Nummer sehen, dann ist man halt ruckzuck auf, rein nur beschäftigt, den Kunde am Telefon wirklich zu beglücken und kann intern wirklich seine eigenen Projekte oder seine internen Ressourcen einfach nicht mehr anders verwenden, wenn man nur noch beschäftigt ist, also mit dem Kunde beschäftigt ist. Ebenso hier im Vertrieb Logistikbereich, wenn man einen Lieferstatus Auskunft möchte im ERP-System, wie ich ihn gerade eben nochmal angedeutet habe, Anruf vom Kunde. Der Kunde muss die Auftragslieferungsnummer erfragen oder muss irgendwie die Lieferscheine die Lieferscheine einfach aussuchen und dann wieder in die Transaktion rein, nach den Transaktionen die Auftragsnummer dann eingeben, Bearbeitungsmodus nochmal aktivieren, die Sendungsverfolgung nochmal anklicken, bis hin zur DHL oder Hermes oder DPD-Homepage, bis der Kunde hier eine Auskunft hat, dauert es wirklich eine Weile. Und irgendwann mal als Kunde, wenn man wirklich 5 oder 10 Minuten am Telefon ist und rein so eine Tracking-Nummer möchte oder eine Auskunft möchte, wo mein Paket überhaupt ist, weil nach 2 Tagen das Paket eigentlich schon längst eigentlich laut Kunde kommen sollte, ist wirklich der Kunde, ich gehe auch da von mir aus, einfach auf gut Deutsch gesagt, angepisst. Genau. Und das Ganze auf dem Kundenportal ist dann wirklich so wieder 3 Schritte, Login, Kundenportal, Bestellübersicht, zack, und dann auf den Auftrag öffnen, Lieferstatus einsehen, fertig. Das werde ich Ihnen gleich als Demo nochmal zeigen. Hier sehen Sie halt die weiteren Features. Wir haben drei Pakete. Also wir haben Produkt, Zemendo Customer Portal, unser Kundenportal.
Sie sehen auf der linken Seite Version S, M und dann noch die individuelle Lösung, je nach Aufwand natürlich, was Sie sich vorstellen in dem Bereich, sei es jetzt Vertrieb, Logistik, Einkauf oder Legal Department. Genau. Also zwei Pakete sind auf jeden Fall schon mal fix. Bei dem ersten Paket liefern wir einen Content im Bereich Stammdaten, Kundendaten bis hin zur Lieferungsübersicht, Rechnungsübersicht, die ich Ihnen in dem Demo nochmal zeigen wird. Version M wird dann aufgestockt. Da können Sie zum Beispiel wie in Ihrem Intranet quasi, wenn Sie einen haben, News, Neuigkeiten können Sie damit einbauen, was im Unternehmen oder im Vertrieb quasi passiert. Vertragsdaten, sowas wie Legal Department, wo man quasi zusätzlich die Vertragsarten oder die Verträge vom Kunde direkt sieht, von dem Großkunden eventuell, Kontostände natürlich, SI-Bereich und bis hin zur Benutzerverwaltung. Und alles, was quasi on top noch kommt, möchten Sie zum Beispiel so eine Fiori-App noch zusätzlich haben, wo sich die Kunden noch zusätzlich, wie bei Zalando oder, würde ich sagen, die anderen Online-Portalen einfach online bestellen können oder online ihre Daten einsehen wollen, Kontaktformulare bis hin zu Produktkataloge, wirklich je nach Aufwand werden die Pakete quasi noch on top gebaut. So, eine kleine technische Voraussetzung oder ein bisschen Technik, die Architektur von unserem Kundenportal, das ist eigentlich recht einfach aufgebaut. Sie sehen hier eine SAP UI5-Applikation hier mit eingebaut in unserem Kundenportal UI5-Applications. Hier also die UI5-Applications quasi basiert auf die Fiori-Apps. Zum Beispiel, ich zeige es Ihnen nachher gleich, die Order-History, die Rechnungen, die Lieferungen und dann bis hin zur Kundensuche, einfach ein Plugin, genau, ein Shell-Plugin. Unten OData-Proxy, genau. Sichert quasi hier die Daten, die OData-Anfragen an das On-Premise-System genau im ERP ab und kann zum Beispiel die Anfragen um weitere Filter ergänzen, zum Beispiel auf bestimmte Kunden. Genau, da haben Sie dann auf der rechten Seite Firewall quasi, die Customer Portal Add-ons und Data Access Add-ons. Damit können wir zum Beispiel, oder damit stellen wir quasi unsere OData Services für die Fiori Apps einfach dar und können diese Data Access Add-ons für die OData Services einfach bereitstellen und SAP Gateway einfach vereinfachen. Demo Showcase, genau, zeige ich Ihnen sofort. Hier ist so, wir haben uns ein Unternehmen ausgedacht mit Sitz natürlich hier in Deutschland mit mehreren Gesellschaften, stellen quasi Fahrräder und Ersatzteile für Zubehör, Herstellung von Fahrrädern, quasi Ersatzteilen Zubehör. Hier in den Prozessen vertriebssichtlich wäre dann quasi die Bestellhistorie vom Auftragsstatus, was ich vorhin nochmal gesagt hatte, bis zu den Zahlungsbedingungen. Und hier war es quasi einfach eine Herausforderung, dass die Qualität im Bereich Service geschätzt wird, die Performance beibehalten oder die Performance einfach besser sein sollte und die Kundenzufriedenheit einfach erhöht und die Bindung einfach erhöht wird. Das Ganze läuft natürlich auf der Fiori 3.0. Dann switche ich sofort mal auf unsere Demo, auf unser Produkt quasi. So. Hier sehen Sie quasi unser Kundenportal. Sie fangen hier zum Beispiel, wie ich vorhin erzählt habe, mit dem Kunden an. Tun Sie mal Kunde auswählen, selektieren, genau. So. Jetzt hatten wir den Fall, der Kunde möchte einen Auftrag, einen Preis sehen, eine Preisgestaltung oder den Auftrag zum Beispiel sehen. Hier hatten wir vorhin halt im ERP wirklich die 8, 9 Schritte. Hier können wir in die Order History mit rein. Das ganze aufgebaute Kunde kann zum Beispiel fragen, welche offenen Aufträge habe ich denn noch bei Ihnen, weil ich habe die letzten 5 Tage 10 Bestellungen zum Beispiel bei Ihnen gehabt. Dann können wir hier filtern auf Open. Genau, gehen auf Go und sehen zwei Sales Order, das
zwei Aufträge, die momentan offen sind. Sehen auch die verschiedenen Felder hier. Die sind natürlich je nachdem individuell auch gestaltbar, je nachdem, wie Ihr System natürlich aufgebaut ist oder was Sie für Anforderungen oder Ihre Kunden für Anforderungen natürlich haben, gehen hier mit rein und können sofort wirklich, passt wirklich für den Kunde alles sehen. Sie sehen die Kundendaten, Sie sehen die Auftragsnummer, Sie sehen also ein Auftragsdatum, Total Amount, also den Gesamtpreis quasi, und dann sehen Sie halt noch verschiedene Daten wie woher sind die Sales-Daten gekommen, wo wurde das Ganze abgeholt, welche Items sind hier angelegt oder welche Artikel wurden einfach eigentlich verschickt und was haben sie gekostet und wie viel wurden verschickt, bis hin zu Lieferdetails, Incoterms zum Beispiel, mit welchem Unternehmen haben wir denn das Paket verschickt. Und unten hier unten sehen Sie dann quasi die Lieferscheine mit dem Status zusammen. Also Sie können mit drei Klicks können Sie den Kunde abholen von Gesamtpreis, Preisgestaltung, Artikelanzeige, Lieferstatus bis hin zu den letzten Rechnungen, die der Kunde möchte. Können mal direkt mal zurück. Es sieht genauso in den Rechnungen genauso aus. Sie sind in den Rechnungen mit drin. Sehen erstmal einen Überblick hier, wie viel hat der Kunde denn die letzten Monate quasi bezahlen müssen, wann wurde das auf jeden Fall fakturiert, und sehen dann auch hier in den Invoices oder Rechnungen besser gesagt, sehen Sie halt hier komplett alle Daten, die der Kunde quasi auch zu 99% einfach anfragt. Ebenso bei den Lieferungen und Kundendaten. In Kundendaten ist noch ein bisschen spezieller. In den Kundendaten können wir hier die Rollen nochmal, sind die Rollen, die internen Rollen vom Kunde nochmal angelegt. Die sehen Sie zum Beispiel die Kundenhierarchie, dann Ship to Party, Bill to Party, wo die Ware meistens dann hingeht und was alles hinterlegt ist. Und hier oben einfach die Adresse. Und Sie sehen den Umsatz, was der Kunde mit Ihren Produkten in Ihrem Unternehmen quasi im Jahr genau, also macht oder im Jahr quasi bestellt. Ebenso im Payment-Bereich. Hier sehen Sie auch die Bankverbindung dann natürlich mit dem vom Kunde, wie es bezahlt wird und die IBAN-Nummer und Co. Genau, und hier könnt ihr zum Beispiel mit reinkommen, wer bezahlt es, der verschiedenen Parteien in dem Bereich wie Finanzleiter, Buchhalter und Co. Switchen wir gleich mal um. Natürlich haben wir dazu auch einen Strategie-Workshop überlegt, wo wir natürlich mal gedacht haben, okay, wir sitzen uns mit dem Kunden einfach hin und sagen, okay, was wird natürlich gebraucht, was wird analysiert, wie können wir das ERP in die SCP oder wie können wir ein Kundenportal quasi mit den Paketen hinzufügen oder individuell gestalten, damit Sie quasi Ihren Kunden einen Mehrwert bieten für die inneren Ressourcen, für die Vertriebskollegen, für die Logistikkollegen und für die verschiedenen Personas intern. Wie können wir die Kollegen natürlich komplett entlasten? Da haben wir so einen Strategie-Workshop erstellt, die wir jederzeit zusammen führen können, 1 bis 2 Tage natürlich oder länger, wie Sie es natürlich haben möchten. Und hier wird natürlich analysiert, die momentane Ist-Situation analysiert, wie ich es Ihnen vorhin gezeigt habe. Da wird analysiert, welche Anforderungen und Herausforderungen Ihr Kunde oder Sie natürlich haben, identifiziert, was die Herzpunkte natürlich sind. Jeder hat einen anderen Fokus. Simulation, mögliche Szenarien, welche Use Cases haben wir denn momentan oder welche Use Cases haben Sie oder welche Use Cases hat Ihr Kunde in dem Bereich, und dann quasi eine gemeinsame Erarbeitung eines langfristigen Zeitplans, wie wir einfach ein Kundenportal für Sie erstellen können. Genau. Haben Sie weitere Fragen dazu? Dann können Sie natürlich die Fragen später gleich am Ende mir
mir stellen und ich versuche die Fragen gleich oder an die auf die Fragen ja zu antworten. Dann sind wir schon beim Fazit. Fazit, wie vorhin auch schon erläutert, schnelle und einfache Handhabung und Übersicht einfach, die Kundenzufriedenheit, die Kundenbindung in dem Bereich. Wie vorhin auch gesagt, auch unerfahrene SAP-User können hier mit, also wirklich, wie gezeigt, kinderleicht das Ganze, also unser Kundenportal und die Pakete natürlich bedienen, auch ohne SAP-Background, bevor die Kollegen oder Kolleginnen natürlich ja im Hintergrund Transaktionen suchen und der Kunde verärgert ist, kann hier der Kollege oder die Kollegin sofort reagieren und der Kunde merkt wirklich auch nichts. Vertrauen, klar. Zeit- und Kostenreduktion, ich glaube, das ist der größte Block einfach, dass man die inneren Ressourcen einfach sparen, sich ja die Kosten, die Zeit einfach von den inneren Ressourcen einfach sparen kann und der Kunde ja kinderleicht einfach selbst damit zurechtkommt. Und wenn nicht, ruft der Kunde quasi an und kann mit ihnen in den nächsten Minuten einfach sprechen und sie zeigen ihnen einfach ihr oder ihm dem Kunde, der Kundin einfach das Kundenportal. Genau. Performance stabilisieren und Features ausbauen gehört natürlich auch mit dazu. Und die Optimierung und Automatisierung interner Prozesse gehört wieder zu Zeit- und Kostenfaktor. Sind wir fast am Ende. Klar haben wir jede Woche quasi oder mehrmals die Woche Webinare auf unserer Academy, auf unserer IB Solution Academy. Da können Sie jederzeit auf academy.ibsolution.de sich registrieren. Und das nächste Webinar, was auch im SCP S4-Kontext oder Kundenportal-Kontext quasi wäre, ist am 30. Juli 2020, mit der S4-Migration Stay Clean. Und hiermit möchte ich mich einfach nochmal bedanken und kann die Fragerunde einfach losgehen und starten. Haben Sie irgendwelche Fragen? Okay, super. Ich hätte zwei Fragen sind noch drin. Welche Gruppen profitieren denn meistens momentan davon? Bei uns Fokus ist momentan wirklich der Endkunde und der Vertrieb, quasi die Vertriebsabteilung. Der Mehrwert ist halt in dem Bereich, wie vorhin gesagt, einfach die Schnelligkeit, die Agilität von Ihnen dann also zum Kunde. Und einfach das schlimmste Szenario ist, wie ich vorhin Ihnen gesagt habe, dass der Kunde wirklich wartet. Je länger der Kunde einfach wartet, desto schneller ja, ist er einfach genervt. Und als zweite Frage, haben Sie noch weitere Portale in den nächsten Monaten oder Jahren auf jeden Fall geplant? Ja, da ist unser erstes Paket und Produkt ist auf jeden Fall das Kundenportal. Weiterhin sind wir momentan noch dran, ein Reklamationsportal hier anzubinden und einen Produktkonfigurator hier noch anzubinden. Genau. Dann bedanke ich mich recht herzlich und wünsche Ihnen einen schönen sonnigen Tag. Dankeschön.